Mit gesenktem Haupte begrüße ich euch reumütig zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Hidotsu Hütegene Toyogenowari, meine lieben Freunde. Weiter geht's hier im Spielgeschehen, nachdem wir ja in der letzten Folge wirklich eine herbe, nein, nicht herb, eine gar vernichtende Niederlage einstecken mussten. Wir wurden ja von den Truppen, den vereinten Armeeeinheiten Monstarias, wurden wir zusammengetrieben wie die letzten Schweine und dann in eine Zange genommen, niedergemetzelt. Wir starben auf dem Felde, ja. Aber was uns passiert ist, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir mit unserem Anführer, dem König Sebions, gemacht haben. Den haben sie gepackt, geteert und gefedert, mit Knüppel niedergeschlagen, die Extremitäten abgeschnitten, dann haben sie den arm- und beinlosen Leib hochgeworfen, gegen gekickt, in den Schnauzbart abgerissen, die Nase amputiert, den Schädel gespalten. Der arme Mann, den haben sie bespuckt, der lag auf dem Boden, haben sie raufgekickt. Kackte Pinkel und ihn einmal über den Boden geschliffen. Dann sind sie hergegangen in deinen Thronsaal, haben da alle die Tapeten abgerissen, das Geschirr auf den Boden geschmissen, sein Haustier mit einem Edding ins Gesicht geschmiert, seine Frau genommen und einmal hier auf dem Dach so runtergeschlagen und hier an dieses Fass genagelt. Dann die Frau hat dann zugeguckt, gelacht und das war wirklich furchtbar, was letzte Woche passiert ist. Und ich muss mich erstmal erholen von diesen furchtbaren Eindrücken und habe deshalb mal kurz eine Pause eingelegt, deshalb kam mir erstmal jetzt hier nichts für ein paar Tage wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf euch wirkt, weil die Uploads ja ein bisschen anders da platziert werden. Jedenfalls, ist alles nicht so wichtig. Hauptsache, es geht weiter und wir sind wieder hier zurück in Sebion, um uns nun gebührend erstmal jetzt zu erholen und uns vorzubereiten auf einen weiteren Versuch, uns in den Schlachten dort zu beweisen. Deshalb müssen wir uns jetzt erstmal verbessern, ja? Das habe ich so gestikuliert, dass ich hier meinen ganzen Bildschirm voll gerotzt habe. Furchtbar. So, wie verbessert mich sich am besten, indem wir hier questen? Denn, habt ihr vielleicht nicht vergessen, da war ja da letztes Mal jeder der Schmied da hinten. Der wollte, dass wir hier irgendwelche Missionen für ihn machen. Deshalb ist jetzt was Neues erschienen in dem Quest-Hort. Und deshalb sprechen wir mit der Frau, die sie extra für uns den Hut richtet. Das ist aber nett, meine liebe Frau. So, wir sind da, ja, und wir wollen eine Quest annehmen, sehr gerne. Und da gibt es gleich, boah, kommt ihr, da haben sie doch gleich 6 Quests hier reingehauen, ja. Wir fangen mal ganz oben an. Die gute Schwester hier, die gute Seele des Dorfes, möchte in der Mission, die da heißt Yoshinoichi Motomete, auf der Suche nach einem weiteren Heilstein, ja. Da möchte sie wahrscheinlich, dass wir ihr hier ein bisschen auch zur Hilfe kommen, dass sie hier die Heilsteine da bauen kann. So. Also, genau. Sie möchte hier uns neue Heilsteine geben, damit wir uns besser hier heilen können dementsprechend. Und da fehlen ihr halt die Rohstoffe. Und ja, dann sollen wir mal für sie hier mal ein paar Sachen sammeln gehen. Das machen wir. Was brauchen wir denn hier, ja? Achso, die Battle Racks. Die verlieren hier die kleinen Schüppchen. Davon brauchen wir 2 Stück. 1 haben wir. Oder ist es andersrum? Nee, ne? Ich glaube, wir brauchen 2 und wir haben 1, ja? Gut, diesen machen wir mal. Ja. Oh, schön. Oh ja, jetzt haben wir die angenommen. Gut, die Mission ist, die Quest ist angenommen. Und da guckt euch den an. Da guckt ihr. Der ist immer schlecht gelaunt, der arme Schmied. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wird seine Arbeit nicht gewürdigt oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der sehr, sehr griesgrämig. Und so guckt er rein, während er uns die nächste Mission gibt mit dem Titel Madame Inobuki no Tamini. Für die Waffen, also die wir noch nicht gesehen haben, also die noch unbekannt sind. Also es gibt tolle Waffen von ihm, wenn wir die Quest erledigen anscheinend. Und er möchte halt neue, er braucht ja für seine Arbeit, braucht er neue Werkzeuge. Und dafür muss ich ihm erst ein paar Rohstoffe sammeln gehen. Stimmt, das hat er erzählt, ich erinnere mich. Und ja, in der Nähe der Oase von Golda, der Wüstenebene Golda, da gibt es dann ein paar Rohstoffe, die wir sammeln müssen. Und zugleich auch in dem Wüstengebiet, also in dem verwüsteten, dem Ödnis, dem Ödland, Rao, gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir sammeln müssen. Und dann kann er sich schöne Schmiede-Utensilien bauen und dann noch bessere Waffen herstellen. Das ist seine Aufgabe und seine Mission. Da gucken wir mal, was braucht er da? Achso, er braucht hier so dieses reine Wasser, reinigendes Wasser. Und ein Gemaseki. Hier einen finsternen Stein. Davon haben wir schon einen. Wir brauchen noch hier das andere. Ja, gut, das machen wir. Wir nehmen jetzt einmal. Wir schultern uns jetzt erstmal die ganzen Quests drauf und dann machen wir es nacheinander. Gehen wir die dann ab. So, die dicke Frau. Die dicke Frau, ja. Die Oma aus hier, Odenka. Die will auch natürlich was von uns haben. Und die möchte, dass wir hier bitte mal, ne? Die lästigen Leute hier vertreiben, die lästigen Monster wahrscheinlich. Und was genau, wo ist das hier? Ach so, hier. Da ist ja diese grüne Ebene, da ist so ein kleiner Wald. In der Green
Ebene, ja? Und da ist jemand, der den Weg zum Wald versperrt und den möchte sie am besten noch wegschaffen. Und denn da sind so viele Monster, die müssen wir alle erledigen anscheinend. Und ja, das ist jetzt hier, mit Flammen müssen wir da vorgehen, denn die Monster dort, die wilden Monster, die haben anscheinend am meisten Angst vor Flammen. Und deshalb sollen wir die mit Flammen töten. Die alte Dame hier aus Odenka sagt, wir sollen arme, wild lebende Monster, muss man ja betonen. Das ist die Natur, ja? Wie als wenn wir jetzt hier rausgehen in den Wald und einfach Eichhörnchen mit einem Feuerzeug verbrennen oder versenken. Das ist ihr Wunsch. So. Guck mal, die armen kleinen Katzen mit den Zungen, die sollen wir töten mit Feuerangriffen. Das will die Frau. Sie hat ja nicht mal was davon. Sie will einfach nur, dass wir die töten. Das ist widerlich. Oh, das ist echt traurig. Ein Flammenangriff sollen wir die töten. Oh. Was willst du? Hier die mit ihrem, die Frau mit dem großen Ästhetikbewusstsein, ja? Die möchte einen wunderschönen Hut herstellen, das ist ihre, so lautet der Titel der Mission. Und möchte wahrscheinlich an ihren Freund einen schönen Hut. Ach, ist das die Tussi gewesen, die da an dem Fass war, ja, ne? Ich glaube, oder? Die ist das gewesen. Jedenfalls, die will auch was von uns. Sie will, dass wir einen Hut hier machen, und zwar den schönsten Hut überhaupt. Und dafür brauchen wir Federn, die diese Hawkmen verlieren. Die können wir benutzen und dann können wir einen schönen Hut rausbasteln. Und deshalb sollen wir die ihr bringen. Ja, da seht ihr das, Federn, da brauchen wir noch ein paar. Na sowas. Okidoki. Machen wir. Oder, Moment, ist das, nee, links ist das, was wir haben, oder? 6 haben wir und 2 brauchen wir da wie? Oder andersrum? Nee. 6 brauchen wir und 2 haben wir. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich schalte gerade noch nicht so richtig. Jedenfalls, hier gibt's ja noch was von dem schönen Soldaten aus Jaiwa, ja, der will ja auch noch was von uns. Und der meinte, seit die Mission heißt hier, dass ein starker Typ da in der Oase lebt. Und zwar eine Oase von Golda. Sagt er, in der Umgebung dort soll irgendwo ein ziemlich heftiges Monster sein. Das treibt sich dort rum. Und er sieht optisch aus wie ein Golem, ja. Und ist hart wie Stein. Und wir sollten mal versuchen, den halt niederzuschlagen. Deshalb sollen wir den Stone Man hier töten. Ja, ein Steinmonster, das sich nur selten zeigt. Ich hab schon mehrere Golems. Aber wir haben wahrscheinlich diese Sandstein-Golems gesehen und nicht diese Hartstein-Golems, ja? Dann nehmen wir uns den auch noch vor. Geht klar. Machen wir alles. Machen wir doch. So, Quest ist angenommen. Und dann noch die letzte hier. Ach so, ja, das ist die Frau, die am Fass stand. Ne? Die Dirne, ihr wisst noch, die für ihren Freund da so eine Bento-Box herstellen wollte. Das ist auch die Mission. Für den besonderen Tag möchte sie hier jetzt eine Bento-Box herstellen und die ihrem Ehemann dann überreichen, ja? Und dafür braucht sie aber noch ein paar Sachen, ein paar Zutaten. Und deshalb sollen wir ein paar seltene Kräuter sammeln auf der grünen Ebene und ihr die bringen. Und das machen wir. Ja. So, ach, wir dürfen noch was? Wie viel haben wir denn hier? Ach, guck mal an, die haben wir schon alle erledigt, oder was? Haben wir schon erledigt. Also dann war das schon, hatte ich schon recht, wir haben schon ein paar Sachen erledigt, weil wir die Sachen schon hatten. Deshalb gehen wir mal. Ja, genau. Also links ist das, was wir haben, und rechts ist das, was wir brauchen. Dann können wir die schon mal abgeben. Und werden gleich beglückt mit diesem schönen kleinen Jingelchen. Oh, ist das herrlich. Ja, clear, danke. Ja, ja. So, und das will ich jetzt auch. Dann hat der tolle Mann, dieser tolle Schmied, hat jetzt seine Werkzeuge. Moment jetzt. Und dann kann er tolle Waffen herstellen. Die wir auch brauchen fürs Gefecht. So, super. Ja, ja, ja. Mhm. Und du auch noch. Also, sehr gut, dass wir so viele Monster geplättet haben, damit wir jetzt die Sachen schon haben. Aber ihr wisst ja, es gibt noch ein paar Quests, die wir erledigen müssen. Und ja, jetzt haben wir hier einen goldenen Ring gekriegt oder sowas. So, die können wir jetzt auch noch annehmen. Zack. Nehmen wir gleich über ins Pedo. Man kann anscheinend nur 8 parallel laufen lassen. Und dann schaue ich mal, wo waren das? Wo haben wir denn hier? Wo haben wir denn hier die Sachen, ja? Weil, das ist unsere Kampfgeschichte. Quest. Hier, da haben wir die Quest. Seht ihr das? Schön, ne? Ja, hier haben wir noch diesen Handelsfritzen, der da diese bösen Steine haben will. Können wir selbst sammeln gehen. Kann selbst sammeln gehen. Hier, Oma! Oma will, dass wir hier Kätzchen mit Flammen töten. Gut, Oma. Dieses unmoralische Angebot kann ich natürlich nicht abschlagen. Wo ist denn hier die grüne Ebene? Da! Da will ich hin. Ich saus jetzt einfach mal in den Wald und dann gehen wir raus und versengen die Dinger. Ne? Die hauen wir den Flammen durch die Nase, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Und dafür reisen wir jetzt erstmal hier schön, gemütlich, via Lula hin. Dann muss er aber jetzt ordentlich laden. Da!
Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich muss immer aus dem Wald rausgehen. Hier ist ein sehr starkes Monster. Das soll stark sein, das ist doch lächerlich. Das besiege ich doch hier so. Guckt euch mal an, wie ich das töte. Das töte ich jetzt einfach. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Doch, ich glaube, ich schaffe das, oder? Komm, das ist ein Anfangsareal. Das muss man noch töten können. Doch. Ja, das schaffen wir. Ha! Oh! Ha! Bane! Damit leben wir es und dann klopfen wir eben hier die Sicherung aus dem Leibe. Und es ist tot. Meine Güte, war das stark. Boah, ich bin überwältigt. So. Schön. Haben wir ein Mamorino-Pendant, also ein Schutzamulett gekriegt. Das ist wirklich klasse. So, und hier gehen wir mal hin. Und da sollen wir, wo sind die Kätzchen? Da hinten sind schon welche. Cäsar, du musst jetzt mal ganz kurz hier deine Lava über diese kleinen Wesen ergießen. Oh! Das war gut. Ich muss mal ganz kurz gucken. Bringt das was? Ja, ne? Hier, Oma. So, zwei haben wir getötet von 10 mit Flammenangriffen. Es waren noch 3. Was das denn heißen? Guck mal, da hat jemand Probleme. Ein Jüngling. Ja, ich helfe dir. Junger Herr. So. Alles gut, ja? Hier ist noch so ein Ding. Boah, ich metzle hier gerade nicht so wirklich gerne rum, weil einfach die Monster zu schwach sind und mir nicht wirklich was geben, ja? Ja, hallo, habe ich dich jetzt gerettet oder was? Was ist denn dein Problem? Ah! So. Bitteschön. Seht ihr noch ein paar Katzen da hinten, oder? Sind das Katzen? Nee. Boah, diese langzüngligen Felinen brauche ich. Die muss ich töten. Da! Ah! Und nochmal. Da, du! Du! Boah, ist das gemein, ja? Das ist eine fiese Scheiße. Was laberst du da hinten? Ah, das ist ein mächtiges Wesen davon. Ah, komm her. Die Namen tragen, sind ein bisschen stärker. Haben wir auch schon erfahren. So, da hinten sehe ich schon wieder ein Kätzchen. Knüppeln wir auch nochmal nieder. Guck mal, das rennt schon weg. Das ist so gemein. Was machen wir? Wir schlagen es mit dem Flammenschwert zu breit. Und nicht nur das. Auch seine Mutter schlagen wir mit dem Flammenschwert zu breit. Und seine Kinder, die verbrennen hier am Außenrand. Du auch. Ist das effektiv? Ich guck mal kurz. Also, falsche Knopf gedrückt. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Nicht, dass wir hier umsonst... Ne, 6 von 10. Ich habe schon viel mehr getötet. Vielleicht immer nur die Flammensäule, die es treffen muss? Ich hätte mal sonst einen anderen Charakter mit einem besseren Flammenangriff dazu suchen sollen. Zack. Und nochmal. Bald müssten wir es haben, liebe Leute. Ja, das ist jetzt nicht wirklich das Spannendste. Ist jetzt kein Storyverlauf, den wir hier verfolgen. Aber es muss ja getan werden. Damit wir hier die Quests erledigen. Und so langsam müssen wir es doch geschafft haben. Wie viele habe ich davon schon getötet? Bitteschön. So. Na, wo seid ihr? Hä? Ist hier ausgerottet, was? Nee, da hinten. Hm? Gleich haben wir es. Müssen wir es zumindest geschafft haben. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ja, Oma, komm, eins noch. Eins töten wir noch von den Vampiren. Ein kleines Babykätzchen müssen wir jetzt noch mit unserer Lavaklinge schmelzen. Da ist es. Haben wir es geschafft? Es muss wahrscheinlich doch in der Säule versinken, ja, in der Feuersäule. Ich glaube, ich habe es gerallt. Ja, ja. Der Hieb, der gilt nicht. Na denn. Brauchen wir noch eins. Vor allem, ich weiß nicht, was die alte Frau hat, ja? Was ist an den armen Kätzchen lästig? Ich finde die Flattermänner viel schlimmer. Oder die Schleims da hinten oder sonst was. Ah, die Katzen, die machen nichts. Die liegen einfach nur. Die wollen nur leben. Ich soll sie verbrennen. So, jetzt muss ich aber geschafft haben. Ja, genau. Zurück, Lulan. Oder wir können uns vielleicht zur nächsten Quest, Lulan, ja?
Lässt Luna uns doch mal weiter. Ach, was wollte der denn? Der wollte auch noch was. Wir sollen ein Kraftei für den finden. Na, sowas, ja. Und zwar, ach so. Wir sollen für den Kraftei im Westen des Waldgebietes von Lusas suchen. Und, ach so, da konnten wir nicht dashen. Das müssen wir ja ganz bedacht tragen. Das war irgendwie lästig. Das wollten wir nicht machen. Und hier sollen wir über 15 Monster gleichzeitig mit unserer Superattacke killen. Okay. Und da den Stone Man. Und hier diese Kräuter da. Und die sind lokalisiert in einem kleinen Wald im Zentrum der grünen Ebene. Ist das der kleine Wald hier? Moment, mal kurz gucken. So ein Kräuter. Ich habe keine Ahnung, wo ich finde. Terry. Wollte Terry haben. So. Dann gucken wir nochmal. Ist das der kleine Wald hier? Ich glaube, es ist doch der, oder? Hier sollen wir die Kräuter finden? Finden wir noch nie im Leben. Hier könnte man ganz gediegen hier abtreten. Kleine Monster. Hier finden wir nur Felle und so. Ach, hier können wir auch noch was machen, ne? Was war denn... Können wir hier nicht irgendwas machen? Die Trümmer aus dem Weg schaffen. Die Blockade können wir, glaube ich, lösen mit dem hier. Hassan, oder? Kann hier bestimmt einmal gegenhauen und dann ladet ihr alles weg. Müssen wir mal testen. Müssen wir mal Hassan mitnehmen. Müssen wir mal schauen. Wo könnten wir hier denn noch fündig werden? Also wie gesagt, ich möchte mich hier eigentlich gar nicht so lange aufhalten. Weil ich hier einfach zu wenig Experience Points kriege von den Monstern. Und ich finde die ganze Zeit nur Pferdekot. Warum auch immer. Und einen ganz robusten, dicken Ast habe ich auch gerade gefunden. Klasse, ne? Richtig klasse. So. Kleiner Wald. Das ist doch die Grasebene hier. Das ist doch der in der Mitte, dann der kleine Wald, oder nicht? Muss ich hier nochmal rein? Muss ich hier nochmal rein? Und die Ebene erstreckt sich ja hier rechts auch. Da muss hier irgendwo dieses Kräuterchen sein, was die für ihre Kack-Bento-Box braucht. Die alte Dirne. Da. Das muss ich gleich wirklich nochmal gucken. Oder da vielleicht? In der Kiste? Nee, die ist verschlossen. Die kann ich nicht öffnen. Schade. Wirklich mehr als schade. Dann drehe ich hier nochmal eine Runde ums Karree. Und werde dann gleich mal Hassan hier beauftragen, dass er die Trümmer wegschafft. Kann er doch bestimmt, oder? Und dann hier kann man auch was machen. Das ist eher so eine Hassan-Mission hier. Da. Guck mal da. Können wir noch. Oder? Was passiert? Ah, wir haben ihn schon da. Das ist aber nett. Da ist ja so ein dicker Stamm. Wenn man den umbrechen, ja, dann könnte das zur Brücke werden. Also einfach nur den Baum da umwerfen. Oh, das ist eine leichte Sache für mich. Also guckt euch das mal an hier. Also los! Hodio! Boah, Hassan, was geht ab? Boah. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, also Hassan hat es geschafft hier mit seiner Superkraft. Mit einem Kraftschlag hat er den großen Baum umgeworfen. Und er wird dir zur Brücke dienen. Wahnsinn, ja? Dass du auf einmal so einen riesen Baum hier umschleudern kannst. Ach, das ist so ein Baum, den werfe ich doch zum Frühstück um. Das ist doch kein Problem. Aber jetzt können wir jedenfalls weitergehen. Das ist schön. Vielleicht finden wir es auch jenseits dessen. Guckt euch das mal an. Hier ist eine weitere Ebene. Und hier hätten wir die ganzen Kätzchen. Die hätten wir gleich alle plätten können. Und eine Kiste. Und dann noch ein namhaftes Momon. Was wir nochmal kurz töten. Was gibt's denn hier? Leckere Milch hat es verloren eben. Da, 3000 Gold. Das ist cool. Also hier ist schon was los. Da metzeln wir einmal durch. Und da ist auch noch eine kleine Katze mit Namen, also ein stärkeres davon. Das es aber auch nicht schützen wird, leider. Guck mal, und so. Leider gestorben. Okay. Hier gibt es nichts mehr für uns zu entdecken, deshalb schreiten wir nochmal zurück. Und wandern hier noch einmal durch diesen Wald.
durch und hoffe dabei, dass wir das Krautzeug da finden. Und wenn nicht, dann müssen wir mal gucken. Also ihr meint ja im Wald im Zentrum der grünen Ebene. Das ist doch der, oder nicht? Da vielleicht irgendwo? Nee, da gibt es nur dicke Äste. Hier finden wir nur Äste. Hättest du mal sagen können, wo konkret wir das finden können. Guck mal, ich zauber ja noch ein bisschen. Simsalabim. So, jetzt seid ihr wieder dran, ne? Wenn ich mal hier meinen Zauberstab raushole und ein bisschen rumzauber, da seid ihr wieder ganz gebannt am Bildschirm. Vorher wart ihr gleich gelangweilt, aber jetzt guckt mal hier. Guck mal, ich zauber nochmal für euch. Ja, ne? Gleich die Motivation steigt ins Himmelsreich über. Ins Bodenlose fast schon. So spannend ist das gerade. So, jetzt reicht's aber. Genug gezaubert. Ich will jetzt dieses scheiß Zeug da finden. Das? Nein, warum sind hier nur Äste? Weil ich im Wald bin, ich weiß, ja. Es ist offensichtlich, dass man hier Äste findet. Diese duftenden scheiß Kräuter für ihre verkackte Mistbox will ich haben. Ich gehe jetzt noch einmal ein Stück zurück und gucke nach nochmal. Irgendwie am Waldrand vielleicht. Wenn ich da nichts finde, dann resigniere ich und reise zurück und gucke dann einfach irgendwo anders nochmal. Weil hier offensichtlich nichts ist. Ha. Vorne ist ja Odenka schon, deshalb das bringt uns nichts. Ein scheiß Stein brauchen wir auch nicht. Die Uschi hätte uns mal wirklich mal konkretere Infos geben können, was es denn hier zu finden gibt. Der kleine Wald im Zentrum der grünen Ebene. Dort scheint man das finden zu können. Ja, was ist denn... Bin ich doch die ganze Zeit. Drop das Monster, liegt jetzt einfach nur irgendwo rum? Keine Ahnung. Boah, wenn die da nicht eine richtig geile Box draus macht, wenn ich das gefunden habe, dann weiß ich auch nicht. Guck jetzt nochmal hier. Töte nochmal ein paar Schleimritter. Hier sind auf jeden Fall viele Monster immer im Rudel. Da könnte ich auch mal versuchen, dann vielleicht mit Glück auch in meinem Supermond da mal ein paar mehr Monster zu töten und dann die andere Quest noch zu erledigen. Der war ja verschlossen, ne? Ja, ja. Wer mag nun den Schlüssel dafür haben? Dort oben liegt eine Monstermünze und noch etwas im Geäst. Ach, auch wieder nichts. Mir fehlt... Ah, jetzt haben wir's! Ah, das seltene Kräuterchen. Gut. Lula. Warte, was steht noch? Okay, dass wir die Quest erledigt haben. Jetzt lulern wir uns nochmal zurück. Nee, wir gehen erstmal nach Golda und gehen zur Oase. Denn da ist ja der Steinmann, den wir noch töten sollen. Den töten wir jetzt noch. Ganz hinterrücks. Erstechen wir den in seine steinerne Brust. Stecken wir unser Schwert und durchdringen sein steinernes Herz. So. Müssen wir erstmal finden. Irgendwo hier soll er... Da hinten, ne? Ist er das? Ist er doch schon. Da ist der Stone Man. Da ist er schon. Der wartet schon auf uns. Ich hoffe, ich schaffe es, aber ich glaube schon. So, ein total starkes Monster ist hier. Das wird jetzt auch total stark getötet von mir. Komm her, du. Stone Man. Komm her, du. Ah! Oh, oh Gott, oh Gott. Wir ziehen nicht so viel ab. Aber... Das macht noch nichts. Wir können trotzdem darauf hoffen, dass wir das schaffen. Jawohl. Nein, 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 nein. Kein Hieb auf mich bitte ableisten hier. Okay. So. Lavasäulen sollen ihn dahin schmelzen. Ich wechsle mal auf Teddy. Benutze mal meine Spezialfertigkeiten. Da die einfach effektiver sind. So, dann einmal hier. Motomagini! Ja. Komm du! Oh, ein Tölpel! Na, was macht denn der? Der macht hier ein paar Gymnastikübungen. Kann ich besser! Mm. So. Und noch einmal hier.
noch einmal einen Wirbelwind über seinen Rücken fahren lassen. Ja, irgendwie effektiv attackiert er uns jetzt nicht, ne? Ich habe mir einen größeren Gegner gewünscht, aber ja. Man kann ja nicht alles haben, was man will. Artelli schlägt sich schon ganz gut, muss ich sagen. Oh oh, jetzt dancen wir nochmal eine Runde. Ach so, komm her. Jawohl, das war gut. Zack, und noch einmal. Oh. Ausweichen und... Kamidanegiri! Jetzt aber. Oh, okay. Vielleicht haben wir es geschafft, liebe Leute. Und somit dann eine weitere Quest erledigt. Na komm, einen kleinen Hieb können wir auch noch einstecken. Das war so die, das war der Gnadenstoß, den wir ihm hier noch erlaubt haben. Und damit haben wir die meine nächste Quest hier auch abgeschlossen. Was gibt's denn noch? Können wir noch mehr machen? Können wir noch mehr machen? Dann können wir noch viel mehr machen. Die haben wir erledigt. Was wollte der? Der Horst wollte, ach so, dass wir hier die Monster töten, ne? Der sein Kraftei da im Wald. Irgendwo im, wollen wir das Kraftei noch holen? Ich weiß ja nicht. Bestimmt voll lästig, oder? Für den Stein müssen wir so eine Puppe da töten, ja, und zwar mit der Kraft eines Kameradenmonsters. Da müssen wir uns wahrscheinlich in ein Monster verwandeln und so eine Puppe töten, dann kriegen wir diesen Stein. Das machen wir später. Wir lulern jetzt erstmal noch einmal kurz hier ab, damit wir nach Sebion reisen können. Hochgelulert, runtergelulert wieder und dann zack, ne? In der Basis schön die Quests abliefern und dann mal hoffen, dass wir auch bald neue Waffen dann kaufen können. Denn wir haben ja für den Schmied extra jetzt seine Rohstoffe geholt, dass er da neue Waffen schmieden kann. Und jetzt können wir hier abliefern. Erstmal hier Oma. Das war ja die schöne Quest, wo wir die armen Kätzchen versenken müssten. Mit unserem Flammenschwert haben wir die richtig hier, ne? Lava über die niederregnen lassen. Zack! So, und jetzt was? Ah, jetzt können wir anscheinend in der Ebene da den großen Felsen wegmachen, oder was war das? Immer schon, da habe ich zu schön geklickt. So, und jetzt den Stone Man, den wir gerade gekillt haben. Wie werden wir da jetzt belohnt für? So, was kriegen wir da? Oh, einen Blitzstab. Na, sowas. Und hier die Tussi, wo wir gerade die Kräuter aus dem Wald geholt haben. So, und abgeschlossen. Und eine kleine Medaille. Na, schön. Sehr, 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 sehr schön. Und, oh, was passiert denn jetzt? Er lädt was. Ah, oh, wir wollen nicht mehr mit dir reden. So, vielen Dank, dass ihr für mich hier die Rohstoffe da, die Zutaten für meine Bento-Box gesammelt habt. Vielen lieben Dank. Nein, 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 ach, das war noch keine Kleinigkeit für uns, kein Problem. Jetzt kannst du eine schöne Bento-Box, eine schöne Lunchbox für ihn zaubern, ja? Ja. Was? Das ist, irgendwie wirkt das gerade, als wäre da noch irgendwas nicht ganz okay, ja? Gibt's irgendwas, was dir noch fehlt? Herrlich, eine Sache fehlt da noch. Ich brauche noch so einen ganz seltenen, einen total seltenen Fisch, der da heißt Mewtwo. Was ist das denn für einer? Mewtwo. Was für ein Fisch ist denn das hier? Achso, okay, das, denn ich habe gekriegt, eine Nachricht gekriegt, ja, dass wenn man das dann seinem Ehepartner, wenn man das isst, diesen Fisch, ja, der Ehepartner, dann wird man sein ganzes Leben lang verbunden sein und es wird so schön sein. Aber es gibt also einen Fisch, der so eine gute Bindung hat, ja, wenn man ihn isst. Das ist bestimmt für eine Bento-Box an einem besonderen Tag, da muss der Fisch da auf jeden Fall rein. Aber jetzt die Frage ist, du sagtest doch, dass dieser Mewtwo wäre so ein seltener Fisch, ja? Wo kann ich mir den suchen und finden, vor allem? Nach dem, was ich gehört habe, scheint es ihn am Hafen von Odenka ab und zu, dass man ihn da ab und zu sehen kann. Der springt aus dem Wasser. Und wenn das so ist, dann überlass das mir. Man mag es mir zwar so nicht ansehen, aber ich habe ziemlich viel Glück. Und ich krieg diesen Fisch. Ah, wirklich? Das ist echt? Das macht ihr?
Oh, das ist aber echt lieb von euch, ja? Ihr seid so tolle Menschen. Unglaublich, dass ich solchen Menschen wie euch begegne. Ich habe echt Glück. Es tut mir leid, dass ich immer wieder drum bitten muss, aber nun müsst ihr jetzt auch noch einmal für mich hier eine Mission erfüllen. Und da haben wir wieder was. Oh Gott, ist die lästig, die alte Trulla. Oh. Können wir Waffen bauen? Wir können wenigstens Waffen bauen, komm. Jawohl, ich will das kaufen, und zwar das Beste, was du hast. Hier können wir schon mal hier neue Waffen für unseren guten Hauptprotagonisten Razel holen und hier auch für Teddy. Was gibt's noch? Ah, für Caesar sogar. Und so weiter und so fort. Guck mal, die Ornese, die wird ja plus 50, das ist ja ein krasser Otto hier. Die Queen Axe, Königin Axt. Und auch für Hassan. Den Speer des Heiligen, die Lanze des Heiligen auch noch. Das ist bestimmt für Kniff, kriegen wir den auch noch. Und hier noch eine schöne Rechenmaschine hier für den alten Opa. Und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt für jedermann noch ein paar schöne Waffen, die wir uns kaufen können. Ich werde gleich zu Beginn erstmal, Moment, für der Serie hier gleich seine Doppelschwerter holen und ausrüsten. Und gleichsam auch für, ihr wisst schon für wen, Caesar. Zack. Hat er gleich so einen mächtigen Otto in der Hand. Das ist gut, das macht mich glücklich und der Mut steigt, dass wir im Gefecht das nächste Mal vielleicht besser abschneiden. Hier noch ein paar Sphären. Da können wir uns eine holen noch. Wir haben jetzt all denjenigen, die in unserem Team sind, eine schon gegeben. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, belassen wir Teresia in ihrer jetzigen Klasse? Oder wechseln wir die? Ich würde sagen, wir verwagen uns in der nächsten Folge noch einmal in den Kampf. Und falls wir dann nochmal verkacken sollten, dann wechseln wir Teresias Klasse oder nehmen einen anderen Charakter. Wir können auch direkt einen anderen Charakter nehmen eigentlich, oder? Komm, wir wechseln mal Therese, die alte Sau muss mal raus. Die muss mal raus im Team. Komm. Tut mir zwar leid, weil das ja auch eine der Protagonisten ist, aber komm. Dafür ist Caesar an meiner Seite mit. Wen nehmen wir denn sonst mit? Teddy auf jeden Fall. Und jetzt wird's schwierig. Minea. Wir hatten auch Mania noch gar nicht gehabt, ne? Ich zweifle gerade. Wollen wir die mal testen? Müssen wir natürlich für sie auch noch eine bessere Waffe kaufen. Wir testen die mal. Guck mal, die hat ja gelacht. Sie ist ganz glücklich, dass wir mitnehmen. Dann versuchen wir es mal. Huch, aber hier meine Opa-Mann will noch was von uns. Der will ja, dass wir noch ein paar Skills verbessern vielleicht. Ihr habt noch mehr hier Kraft gesammelt. Ja, ihr quält ja schon vor Motivation und Kampfeswillen. Und jetzt hat er eure Psyche, habt ihr anscheinend im Kampfe gestählert. Und na, ja, da gibt's natürlich jetzt was, ne? Kriegt eine bessere Kraft von mir überreicht. Also, schließt die Augen. Also, liebe Leute, Augen schließen. Und jetzt haben Razel und Teresia Raidin gelernt. Na, klasse, dass ich Teresia gerade wieder weggesetzt habe hier. Na, das ist echt super. So, wie dem auch sei, komm, ich gehe jetzt mal weitermachen. Und wie macht man am besten weiter? Mit einem Ende der Folge, ja? Die Folge ist zu Ende, liebe Leute. Halbe Stunde haben wir gut jetzt durchgesenkelt hier und haben Katzen verbrannt, einen Golem getötet und Kräuter gesucht. Was will man mehr erreichen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls in der nächsten Folge geht's weiter und bis dahin bleibt ihr bitte ganz gesund, ganz munter und an meiner Seite vor allem. Bis dann, ja, macht was aus eurem Leben. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.